Ach nein, nicht episch. Das habe ich erst vor kurzem gelernt. Alle Leute, die episch sagen, sind ja Trottel. Doch. Echt? Oh, eine Voodoo-Doll. Ja. Yay. Weil wegen episch hat gar nichts damit zu tun. Episch gibt's nur in der Literatur und in, ja, keine Ahnung. Egal. Das zweite habe ich vergessen. Gut, Tom. Aber angeblich sind alle Leute, die episch zu etwas nicht wirklich epischem sagen, Trottel. Also mache ich das jetzt lieber nicht mehr. Das war nicht episch, es war einfach nur lustig. Ja, so. Erheiternd. Einfach nur lustig. Lustig, ja. Okay. Oh. Wenn man sagt, Clemi ist episch, ist der also ein Trottel oder man selber, wenn man das sagt? Man selber. Oh, schade. Das heißt, du bist ein Trottel. wenn wir eh nur Mist labern, werde ich rum, dann kann ich auch mal erklären, wieso Terraria da oben, there is no cow layer steht. Was? Denn es gab früher in den Blizzard-Spielen von Diablo und auch in Warcraft, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das auch in Warcraft mal gab, ein Extra-Level, was man durch ein paar Tricks erreichen konnte, wo ganz viele Kühe waren. Das war dann das Cow-Level. Und in Warcraft 3, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich Warcraft 3 war oder Diablo 2, da war irgendwo die Meldung, there is no cow Level, offiziell von Blizzard, weil eben Spieler jahrelang oder Ewigkeiten zumindest nach diesem cow Level in diesen anderen Spielen gesucht haben, dann irgendwann die Meldung kam, dass es keins gibt. Wobei dann wieder ewig viele Spieler philosophiert haben, ob das jetzt zur Abschreckung dient und es wirklich eins gibt und die das nur verheimlichen wollen oder nicht. Ja, ja. Oh mein Gott. Soweit ich aber weiß, auf jeden Fall kommt das da. Q-Models in das Warcraft 3. Das ist die Frage. Vielleicht wurden sie nur gut versteckt. Nee, die sind nicht und versteckt. Und in Warcraft 3 gibt es ganz sicher Q-Models. Da hab ich gibt's nicht. Ich habe ja eine Zeit lang mit dem World Editor von Warcraft 3 gearbeitet und mir ist es nicht aufgefallen, dass da irgendwelche geben sollte. Also es gibt Schafe, Hasen, Hunde. Was gibt's da noch? Ich meine, ich habe mal eine Custom Map gespielt mit Kühen drin, aber es kann auch sein, dass die irgendwelche extra Models drin hatten. Ja, ja, kann sein, dass die welche importiert hatten. Ich brauche Heilung. Will nicht sterben. Echt, soll ich den Heiltrank rüberwachsen lassen? Passt schon. Ich überleb das. Okay. 5 seconds later. Ich bin tot. Kannst du wieder meinen Grabstein schänden mit einem neuen Rätz. Ja, Mann. Das wird dich ewig verfolgen, glaub mir. Oh ja. So schnell vergesse ich das nicht. Ich vergesse nie. Echt? Das habe ich vor 5 Minuten gesagt. Wie lange bauen wir schon die Brücke? 20 Minuten? Fragezeichen. Ich glaube, wir können eine ganze Woche mit Brücke bauen, Phil. Yay. Ja, warum bauen wir die eigentlich? 10 Episoden später. Stimmt, du hast ja noch keine Ahnung, Clippy. Ja, toll. Ja, nächstes Jahr Weihnachten ist dann die Brücke fertig. Yeah. Das Lustige ist, ich erinnere mich gerade, wir haben ja damals gesagt, als wir die 60 Folgen im Voraus aufgenommen haben, jetzt haben wir Folgen bis Weihnachten. Ja, offensichtlich war es ja nicht der Fall. Weil irgendwie haben die ja schon eine Weile vor Weihnachten aufgehört. Leider. Long time ago. Tom, und was sag ich? Autsch. Neues Rätsel. Yay, los, Klebi. Okay, was einfallen. Lass mich mal jetzt überlegen. Denk dran, nicht dieselben Antworten verwenden. Ja. Nein, Zwagina ist kein richtiges Wort. Ich falle. Fallerie und Fallera. Das Wort war so schlecht. Verpiss dich doch, du scheiß Monster, Mann. Kann ich jetzt jedes Mal bei dem Ausdenken eines Rätsels gestört. Ah, ich bin schon da. Das ging. Ah! Hör auf mich zu schießen! Feuerkugel! Ah! Geh weg, Feuerkugel! Ah, da ist es! Bleib weg von mir! Oh mein Gott, noch eine Voodoo-Doll! Yay! Oh. Ah, Schleim! Der Schleim ist über mich drüber gehüpft. Das hat was. Licht! Okay, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Way! Komm dir mal entgegen. Ich hab meinen Zug vernichtet. Der kam von hinten. Er wollte von hinten kommen. Das ist ein Gaylord-Zug. Die Gaylords waren ja die Skelette, ne? Ja. Ich hab grad versehentlich neben das Fenster gedrückt. Das war nicht gut. Wieso?
weil wegen nicht gut und so. Also, ja, du weißt, was ich meine? Nein. Doch. Weiß einer von euch, wo das Fragezeichen auf der englischen Tastatur ist? Nein. Okay. Versuch jetzt bitte nicht Grammatik einzubauen. Wobei, versuch's okay, bitte, das wird ziemlich lustig. Schreib einfach Fragezeichen. Das wird lustig. Ich bin schon auf das Rätsel gespannt. Okay. Genau, schreib einfach Fragezeichen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Der ist recht, wenn da Fragezeichen steht. So, probieren wir mal. Tom ist ein Noob. Greets Dani. Was hat Tom unten? Eindeutig Penis. Zvagina. So. Eher ein Loch und Zvagina. Zvagina, genau. Eindeutig Zvagina. Oh mein Gott. Also ich will ja nichts sagen, aber man nennt mich nicht ohne Grund Long Tom. Ach ey. Yep. Okay. So. Long Tom, der mit dem Lang. Mit der Lang-Zvagina. Ah, es tut weh, wenn man es einfach nur sagt. Was? Zvagina? Ja. Es tut weh im Gehörgang. So wie Mördern, nur ein bisschen schlimmer. Was? Okay. Ah. Komm schon, weiterbauen, weiter. Ah. Nicht mehr Blöcke. Chill. Ich hab noch 3 Aschenblöcke. Stein, wo ist Stein? Ein Dreckblock. Man muss alles. Ich hab 250 Dreckblöcke. Woher kommen die bloß? Woher von mir, Mann. Woher hast du den ganzen Dreck? Hast du ihn gesammelt? Ja. Tschüss, Mama. Ich bin mal Dreck sammeln. So. Nicht, dass es schlecht wäre. So, diesmal bin ich ausgewichen. Weil ich's kann. Ah, Gegner. Highskilled, würde ich mal sagen. Diesmal sterbe ich nicht. Diesmal sterbe ich. Geht weg! Ah! Die wollen alle was von mir. Ja, die wollen alle dein Long Dong. Mein Long Tom, bitte. Ach so. So. Kommt ihr, persönliche Lebensrettungseskorte? Ja, eine Sekunde. Sag mal, wie lange können wir diesen Weg bauen? Weil das frage ich dich, man. Wir sind jetzt schon 3 Kilometer weit. Du hast mitgezählt? Mm-mm, vorhin hast du gestorben, bist du schon 3. Was zur Hölle? Nicht so gut, Dani, aber irgendwann dürft's doch mal reichen, oder? Was? Irgendwann dürft's doch mal jetzt reichen. Jetzt ist Ende. Was reichen? Oh, ja, ist Ende. Sag ich ja, reichen. Ah! Oh mein Gott. Jetzt müsste sich hier. Oder warte, ich habe auch einen Voodoo-Doll, dann mache ich das beim ersten Mal. Ja. Wir müssen uns erstmal alle voll haben. Richtig. Bin voll. Einen Moment. Also wir setzen uns jetzt hier hin, erzählen ein paar Lagerfeuergeschichten und währenddessen regenerieren. Sing das Lagerfeuerlied. Okay. Wie geht das? Keine Ahnung. Ich nehme diese Mini-Shark. Lol, Alter, was ist das für ein krasses Teil, Mann? So, damit prepare jetzt meine Knarren, ne? Allmöglichen Crap, den ich hab. Leute, die nicht wissen, woher diese Mini-Shark kommt, haben den Livestream nicht gesehen. So, der super tolle Livestream. Mit dem epischen Maximus. Alter, auf der Voodoo-Doll steht, you are a terrible person. Ja, weil die wissen, was wir damit machen wollen. Zur Folge ist für die, die das noch nicht gemacht haben. Wir wollen jetzt die Wall of Flesh beschwören und das machen wir, indem wir den Guide töten. Und das tun wir wiederum, indem wir die Voodoo-Doll in die Lava schmeißen. Okay, here we go. Nein, warte noch nicht. Was für ein Nein, Mann. Ah, ja, hört auf, uns los. Zu töten. Nein! Wir brauchen volle Leben. Und nicht. Immer diese Angsthasen, ey. Ich glaube, ich spinne. Ihr keine Action hier wollen, ey. Der Erste sein, der gleich verrecken wird. Seid lame. Wir brauchen volle Leben. Musst du zwar in die Richtung gucken, in die das Vieh gehen wird. Also hier so wie ich. Genau. Ich war aber auch eine Wudel da. Ich kann's auch machen. Töten. Okay, ich schmeiß die jetzt rein. Nein. Was warte für jetzt Nein, Mann. Glaub mir, wir brauchen volle Leben. Oh ja. Glaub mir. Echt, ich glaube dir nicht. Jetzt. Ja, dann in Richtung, wo wir runtergegangen sind. Oh, wie viele Viecher hier rumfliegen. Ja, viele. Mann, die wollen alle nur... wollen alle nur das eine. Wir wollen nur Tom's Long Ding Dung.
So, jetzt volles Leben. Ja, mach, hau rein. Okay. Ich bin nochmal weg. Here we go. Und fail. Dann. So. Ah. So. War da unten Lava? Ja. Passiert ja viel. Kann das sein? Warte, ich probiere es auch nochmal. Na, no, jetzt hat Krimi das genommen. Gib wieder her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da unten. So. Und. Okay, der Guide ist anscheinend schon tot oder so. Oder warte. Ah, nein! Ah! Lava! Sie ist heiß! Ah! Sie ist heiß! So. Haben wir noch eine Voodoo Doll? Ja. Warte, dann schmeiß ihn noch nicht rein. Ich geh mal eben kurz nachgucken. Wir haben gar keinen Guide. Ja, der ist am Anfang gestorben. Oh. Ist noch gar nicht respawned. Lol. Der sollte so langsam mal respawnen. Ja, wird mal langsam Zeit. Wieso spawnt die Wall of Flesh, wenn man den Guide tötet? Ach, noch nun, wir haben irgendwas an unserem Haus haben wir falsch gemacht. Die können nämlich da gar nicht einziehen. Ja, Bett braucht man, oder? Nein. Ein Tisch, Stuhl, Beleuchtung. Ja, irgendwie ist es kein geschlossener Raum, keine Ahnung. Setz mal ein Bett rein, weil wir vergessen haben, ja, Bett, nein, das geht auch ohne Bett. Weil wir einfach vergessen haben, vielleicht die Türen zu schließen. Aber, drück mal Escape und dann oben rechts auf das Haus. Und dann siehst du da so ein Fragezeichen. Kannst du überprüfen, ob der irgendwo... This house is missing a chair. Tape. This is not a valid housing. This is not a valid housing. Wieso denn? Light source end table. Hä, was haben wir denn falsch gemacht? Vielleicht... Stern! Ich versuch mal was. Zu klein, die Zimmer sind zu klein. Nein, linken Zimmer hab's, gehen, wenn man da einen Tisch im Bord. Geht's jetzt? Nein. Bau mal hier links und rechts irgendwie noch ein Tisch hin, oder warte. Das da... Ups. Nö. Vielleicht braucht man zwei Tische und Stühle und einfach viel mehr Platz. Ja, so ist das not a valid housing. Ah, oh, wir haben es viel zu schlampig gemacht. Die Räume sind noch viel zu klein. Viel zu schlampig gemacht. Ja, aber der sagt uns ja nicht mal, was falsch ist. Jetzt gib mal meine Axt wieder her. Nein. Jetzt gib mal her. Doch, gib her. Ich kämpfe gerade mit meinem inneren Linguisten. Du kriegst er hat gewonnen. Auch eine. Er hat gewonnen. Meine Axt. Ah. Okay, hier. Danke. Dann tanze ich jetzt den Bären. Waschst du mir gleich selber ein Haus, wenn ihr es nicht auf die Reihe kriegt? Warte, es ist jetzt. Da fehlt ein Holzblock. Ah, jetzt kann er hier einziehen. Also war es doch einfach viel zu klein. Ja, dann tun wir jetzt einfach hier die Häuser. Die Räume. Die Räume. Du kannst ja jeweils zwei Räume immer verbinden, okay, Dani? Ja. Du bist der Raumverbinder. Yay. Der Raumverbinder. Genau, Tom. Ja. Ah, ich bin ein klein wenig müde. Aber das ist egal. Tja. Kommt auch mal, wenn man hier 5 Nächte durchmacht. Man muss ja auch etwas opfern, wenn man was aufnehmen will. Sein ganzes Leben? Ja, Leute! Ja, mein ganzes Leben. Also, dadurch, dass ich jetzt hier Terraria aufnehme, vernachlässige ich mein Studium. Ich werde eindeutig nicht bestehen. Wow. Oh mein Gott. Jetzt haben wir aber nur 7 Räume. Ja, egal. Das reicht nicht. Das muss reichen. Das muss reichen. Das muss, das muss. Okay. Ja. Guide. Macht's ja was aus zu respawnen. Also ich würde sagen, wir unterbrechen die Aufnahme kurz und warten so lange, bis der Guide wieder da ist. Bis gleich, liebe Zuschauer.